Hallo, 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 guten Morgen, Mahlzeit, wie sehe ich aus? Grässlich. Hallo, hier ist die Iris Riedel von Judith bei Iris. Ich wollte dieses Video in der Story ankündigen. Offensichtlich habe ich nicht kapiert, wie es geht. Ihr seht jetzt in der Story jemand, der schweigt und aufs Display glotzt. Das bin ich. Ich habe gedacht, ich wäre live in der Story, quassel, 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 das Video angekündigt, was passiert, nix. Vorsicht, dass ich meine Lichter nicht um. Ah, hier gerade mal die Beleuchtung. Tja, was machen wir heute? Wir machen heute ein Ostermontags-Make-up für über 50-Jährige, für unter 30-Jährige, für 15-Jährige, für alle, die sehen wollen. Habe ich schon gesagt, Iris Riedel von Unique bei Iris. So, also in dieser Zeit, an diesen Ostern, ist bei euch heute das Wetter auch nicht so toll. So, welchen Primer nehmen wir? Ihr wisst ja, im Angebot. Ich glaube, wir nehmen den ganz normale, den mattierenden, habe ich euch schon gezeigt. Oder der Feuchtigkeit. Spendende. Eigentlich super für reife Haut und explizit trockene Haut. So. Wollen wir heute mal uns wieder schön schminken. Gestern habe ich auch noch Wimperntusche und so. So, er lasst den einwirken. 5 Minuten und dann zeige ich euch mal, was ich heute als Schminkerei einfach vorhab. So. Und zwar Slick und Nimble als zweite Farbe. Nimble schon ziemlich benutzt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Primer einwirken lassen. Ich habe heute auch Lippe-Peeling gemacht. Wenn ihr merkt, dass der Lippenstift so ein bisschen bröselig wird, auch der Splash, hallo mein Schatz, dann macht er mal zwischendrin ein Peeling. Ich hoffe, ja, meine Lippen sind jetzt wieder weich. So, was erzähle ich euch jetzt in der Zwischenzeit? Nein, wir biegen die Wimpern. Hallo, winken. Geht es dann? Genau, du hast gewunken. Huhu. So, ja. Malträtiere jetzt unsere Wimpern, biege sie nach oben. Sieht grässlich aus, aber nützt, ist wichtig. Gebogene Wimpern umrahmen das Auge viel schöner und lassen es auch wieder viel größer erscheinen. Ja, es gibt so viele Tricks. Heute muss ich nicht kochen. Was ja praktisch ist, auch für das Video eben noch gar nicht Gedanken gemacht, was ich für ein Make-up nehme, aber ich glaube, ich nehme die Stick Foundation oder BB-Creme. So, die Wimpern sind gebogen. Wir können mal so lange Wimpernprimer auftragen, weil es wirklich wichtig, dass der Primer sich, dass der ein zieht und ihr werdet ja auch merken, er lässt ja auch Fältchen verschwinden. Primer ist übrigens ein Anti-Aging-Produkt, weil das Falte verschwinden lässt und eine super Grundlage ist für jedes Make-up, besser wie Nivea-Creme. So. Und wie geht's euch so in dieser Zeit? Uns geht's noch ganz gut, aber manchmal kriegt man schon den Koller. Wird gern mal wieder einkaufs-shoppen gehen. Na, ein Fussel. Stattdessen kann ich halt online shoppen. Mädels, Unique, mein Online-Shop hat 24 Stunden offen. Und das geht. Und ihr könnt sogar anprobieren mit dem Beauty Guide. Und vielleicht hat noch mal jemand Bock von euch, ein Online-Model zu sein.
erkläre ich euch mal geschwind. Ihr schickt mir ein Selfie, ungeschminkt. Könnt ihr gucken auf meiner Seite, die liebe Jule hat es gemacht. Er schickt ein Selfie ungeschminkt und ich schmink dieses virtuell mit unserem Beauty Guide. Was echt ein super Tool ist, weil man sieht genau seine Make-up-Farbe, die man braucht. So, durchkämme. Seine Make-up-Farbe, die man braucht, die richtig passt. Man kann selber es angucken, man sieht die Lippenstiftfarbe, alles super. So. Ja, aber da muss man noch ein bisschen trocknen lassen. So, was machen wir jetzt? Foundation Stick. Ja. Ich meine, die 5 Minuten hat es auch eingewirkt. Das mag ich. Ist ganz leicht. Die Stick Foundation lässt sich auch super verblenden. So. Huhu, wie ein Indianer. Tja, mein Pinsel. Kriegt da auch im Angebot dazu. Kabuki. Rokizuki mit Kabuki, oder? So, schön verteile. Irgendwie wirkt mir das dunkel. Und ich hoffe, ihr hört mich gut. So. Jetzt kann ich natürlich nicht über das Auge fahren, weil ich jetzt schon Wimpern dreimal drauf habe. So. Also ich bin echt wirklich dankbar, dass ich auf dem Land wohne und auch spazieren gehen könne, ohne Menschen zu treffen. Also einfach, habt ihr ja vielleicht gesehen, bei uns ist menschenleer, weil wir sowieso auf dem Land wohnen. Rohschnell muss ich da liegen. Ist das zu sehen? Ja. Lächeln. Entschuldigung. Ein kleines Bäuerchen. So. Das hätten wir. Okay. Jetzt. Primer ist schon auftrage. Hat auch schon einen trocknen können. So. Ah, sehr gut. Gut zu wissen. So, Augeprimer nehmen wir natürlich auch. Ah, da ist mein Stift, den ich jetzt schon sucht. Ah, in der Litai, in der Katakomben des Schminktisches. So, wo ist der Augenprimer? Alles voller Primer. Der Concealer brauchen wir heute auch nicht. Hallo Claudia. Schepper. So, ich suche den Augenprimer. Ich hoffe, dir geht's gut. Bist du auch zu Hause? Winken. Hallo. So. So, ich hoffe, dir geht's gut zu dieser Zeit. Iris findet ihren Augenprimer mit. Aber der muss hier, sonst muss ich einen neuen nehmen. Da ist er doch. Also Augeprimer, überhaupt Primer ist sehr wichtig, weil die Farbe wirklich viel besser rauskommt. Nicht zu viel. So. Ich zeige es euch mal. Ich habe hier jetzt ein kleines bisschen. Und nehme jetzt mal einen Pinsel. Kommt wirklich besser, brillanter raus, die Farbe. Das ist so eine Art Lila. Hier ist der Primer. Und hier nicht. Ja,
vielleicht ein bisschen hell zu sehen, aber man sieht, es ist schon viel intensiver wie hier. Und hält natürlich auch länger. So. So. Habe ich schon euch die Farbe gesagt? So. Und erzählt mal, was macht ihr so? Wochenende, Ostermontag. Claudia, machst du heute was Besonderes? Mir nichts, bleibe zu Hause. Na, vielleicht spazieren gehen. So, es liegt. Ich hoffe, dass diese Zeit bald wieder normal wird. Weil es ist schon. Meine Wimpern sind so weiß, weil ich schon Wimpernprimer auftrage habe. Weil der auch trocknen muss. Also ich mache es immer so, dass ich eine helle Farbe auf ein bewegliches Lid mache. Ruhig auch Glitzer. Also mir gefällt einfach schimmernder Lidschatten besser wie matt. So. Wirklich super pigmentiert die Farbe. Man braucht wenig Material. So, bei uns Ältere ist ja oft das Problem, seht ihr bei mir auch, mit den Schlupflider kann man einfach kaschieren. So, indem man die Lidfalte, dieses hier praktisch, sagt man, imitiert oder praktisch künstlich daneben setzt. So, einen Pinsel zeige ich euch sofort. Was ist denn heute? Irgendwie bin ich heute nicht so ganz organisiert, wie es sein sollte. So, ich nehme da gern so ein. Manche machen auch die Banane, nennt man das, diese Falte vorher und male dann das andere aus. Das ist völlig egal, ich mache es halt so rum. Und dazu nehmen wir mir auch eine matte Farbe und der dunklere Braun. Braun, ich habe braune Augenfarbe, aber passt einfach, diese Farbe passt überall dazu. So, und jetzt kann man das so weit wie man will vormachen. Also, so male ich das jetzt. So. Seht ihr? Und ich male da auch drüber. So dass das aussieht. Sieht man jetzt vielleicht. Ja, aber wie dass die Falte hier ist. Wie dass die Falte hier ist, ey. Okay. So. Natürlich wird es noch verblendet. Auf der anderen Seite das gleiche. So kann man ein bisschen über diese Schlupflider hinweg täuschen. Genau. Genauso wie man ja auch ein Auge größer täuscht mit weißem Kajal. Und so gibt es eben diese Tricks. So. Irgendjemand Frage hat, stellen. So, okay, Verblendungs. So, nächste Woche habe ich Geburtstag. Nicht so weit, 2 Fünfer. 5 war eigentlich schon als Kind immer meine Lieblingszahl, also habe ich mir gedacht, kann es ja nicht so schlimm sein, aber wenn das Jahr schon so anfängt wie dieses, bin ich mal gespannt, was es noch bringt. Schön mit kreisförmigen Bewegungen wird es schön verblendet. Wenn man daneben malt, ist auch nicht schlimm, kann man alles wieder beheben. So.
So, okay. Bei uns ist heute nicht so schöner Sonnenschein. Ist bei dir das Wetter gut, Claudia? Bei uns trübt sich's ein und ich schätze, dass es später regnet. So, ihr könnt immer und immer und immer, immer korrigieren. Also, keine Angst. Es gibt keine Fehler beim Make-up-Auftrage, die man nicht beheben kann. So. Okay, hier ist es ein bisschen sitter, hier ist es auch ein bisschen höher. Und halt auch wichtig ist Highlighter. Wenn man so Schlupflider hat. Mensch, nochmal, was denn das hier? So, wir machen das nur gleich. Und sogar mal wieder noch mal mit dem Rosa noch, weil es mir fast zu dunkel ist. Ihr könnt Highlighter auch immer mit hellem, also mit Lidschatten machen. Werde ich heute auch machen. Mit Gentle. Das so zeige ich euch noch. So. Okay, Top-Fan. Sonnenbrille, Mann. So. Okay, Kajalstift, weißer Kajal, wie schon gesagt. Offenes Auge. Wimpernprimer haben wir jetzt heute schon drauf. Dann nehmen wir die tolle Mascara. So. Irgendwie Flugtag. So. Spitzer. Kajalstift nehme ich doch einfach. In Braun. Also, das ist auch noch was. Schwarzer Kajal auf der Wasserlinie lässt das Auge optisch kleiner erscheinen. So. So, deswegen mache ich weißer Kajal an der Wasserlinie. Helle Farbe, wisst ihr ja auch, oder ist ja auch so bei der Einrichtung, Tapete und so. Helle Farbe lasse den Raum großzügiger und größer erscheinen. So. Da kommt die Katze geflogen. Also das mit dem Video in der Story ankündige, muss ich noch üben. So. So. Wimperntusche. Okay, und ganz, also das mache ich immer jetzt, habe mich angewöhnt. Durchkämme. Eigentlich auch schon vorher, bevor man irgendwas drauf macht, aber das sind ja dann eigentlich nur Fusseln. So. Haha. So. Manche sagen, fang in der Mitte an, manche sagen, fang außen an. Völlig wurscht meines Erachtens. Ich fange in der Mitte an. Twiggle and roll. Und ich such auch wieder Online-Models, habe ich euch ja gesagt. Und ich erzähle euch heute wieder was von der tollen Gelegenheit, bei Unique zu arbeiten. Bei der tollen Gelegenheit, wie du siehst, arbeite ich, wann es mir gefällt. Ich kann mir es einteilen, ich kann von zu Hause arbeiten, hätte ich Kind, ich habe ein Kind, aber der ist schon 15. Hätte ich kleine Kinder,
wäre es noch idealer. Überleg nicht lang, fang dein eigenes Business an. Es ist wirklich toll. Ich habe auch so viele Frauen kennengelernt, mit denen ich richtig jetzt befreundet bin. Einfach super. 4D-Mascara ist übrigens im Starter-Kit drin. Dort habt ihr 15 High-End-Produkte, zahlt aber irgendwie nur 3 oder so. Und der Rest ist frei. Ihr bekommt noch extra Geld dazu. Hatte mir alles nicht. Kommt extra Geld dazu zum Unique-Produkte-Kauf. Ihr kriegt einen Belohnungslink, der schon mit 100 Punkte aufgefüllt ist. Bei 200 Punkte kriegt ihr auch irgendeine Provision. Also echt. Und, das sage ich auch immer wieder dazu, ihr kriegt bei Unique umsonst einen Online-Shop. Ganz viele Firmen machen Online-Shop, sage ihr kriegt es und dann könnt ihr Miete dafür zahlen. Ah, ins Auge getroffen. Nee, nicht, aber es brennt jetzt. Oh Gott, ey, bei mir kriegt er hautnah live Unfälle mit. So, die nächste Lage braucht er gar nicht frisch wieder. Ist noch genügend drauf. Ich liebe das halt mit Unique, weil ich mir es echt einteilen kann. Niemand macht mir Druck, dass mir mal ein Tag einfach nicht so ist, dann mache ich halt nicht viel. Oder ich kann selber entscheiden, was ich mache. Und wenn ihr Wimperntusche verkauft, kriege ich 3. Deine Aufkleber sind voll im Weg. Kriege ich 3 Stunden später meine Provision. Und dieses Jahr geht die Reise. Man kann sich immer ganz tolle Reise verdienen. Die war letztes Jahr oder Anfang des Jahres auf die Bahamas. In einem Kreuzfahrtschiff, wo nur Y-Sister sind. Wo alles so dekoriert war, alles für Unique. Leider habe ich mir es da nicht verdient. Aber dieses Mal geht's nach Mexiko. Auch ganz toll, kann man seinen Partner, seine Kinder mitbringen. Also, was ich auch sehr wichtig finde bei Unique ist, 10% von alle Erlöse oder Gewinne gehen in unsere Foundation, wo sexuell missbrauchte Frauen und Männer, wo die, sagt man da, heilen, wo die eine Chance kriegen zur Heilung. Highlighter. So, jetzt machen wir mal. Das war jetzt die zweite Lage. Jetzt wieder vorsichtig Iris beim. Das finde ich halt sehr wichtig. Andere Kosmetik, da sage viele, sage zu mir, ja, komm zu mir in mein Team, bei meiner Firma ist viel besser. Lasst mich einfach mein Unique machen. Mir ist es einfach wichtig, dass das nicht nur eine Profitfirma ist, sondern dass da was dahinter steckt. Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der nicht oberflächlich ist und mir ist sowas wichtig, dass das Geld in eine Stiftung kommt. So, die dritte Lage. Da meine die Spitze und versuche, das Auge zuzumachen. Seht ihr so? Tränt noch, ey.
So. Hier funktioniert es nicht so. So. Während man jetzt diese Schicht trocknen lasse, haben wir mal so lange Highlighter. Was ich halt auch so toll finde bei diesem Angebot, kannst du auch einen Pinsel auswählen. Ach Gott, Iris! Vielleicht soll ich das Video Chaote Iris und spielt mit Make-up nennen. So. Jetzt. Sentiment. So, okay. Hier ist der andere Lippenstift. So. Heute ist der Falltag. So, okay. Was habe ich gesagt? Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Highlighter. Wo ist mein anderer Pinsel? Ein Pinsel. Seht ihr, so helles Make-up, also das nehme ich als Highlighter, das sieht so Roségold aus. Finde ich auch wichtig, auch bei Schlupflider, dass dieses hier hell ist, oben. Wie ihr wisst, öffnet es auch das Auge. So. Ja, hat es aber voll über die Augenbrauen gemalt. Egal. Hoffe, das ist zu sehen. Das verblendet man nachher alles, falls irgendwas fleckig aussehen soll. Machen wir auch noch ein bisschen. So. Puderpinsel wird Rouge, Highlighter, alles super mit verblendet. Da machen wir noch ein bisschen mehr. So, die letzte Lage müssen wir noch auskämmen. Auskämmen die Wimpern. Wolle ja nicht so dicke Spinnenbeine. Habt ihr gestern den Tatort gesehen? Bananenspinne. Wow. Ich bin so ein Spinnen. Arachnophobie oder so heißt es. Ich mag keine Spinnen. So. So, aber da werde ich noch ein bisschen rum. Sind wir gleich fertig. So. Müssen wir noch irgendwo Pinsel anwenden? Nein. Aha, Lippenstift. Ach Gott, Leute, Leute. Nehmen wir heute Sentimental. Wie ziemlich am Anfang. Habe ich auch schon ewig. Trockene Lippe. Und
trocknen lassen. Also das ist nicht ein Lippenstift, den man immer wieder aufträgt, sondern der bleibt hier. Hi, Nicola, good morning. Oh. It's before dinner. I hope you are feeling good in Scotland in this time. So. So, das war Sentimental. Jetzt nehmen wir Setting Spray. Und dann sind wir schon fertig. Augen zu, paar Sprühstöße nur. So. Okay. Wink mal zurück. Hi. Hallo, meine Lieben. Hallo, tschüss. Ich verabschiede mich jetzt. Also, ihr seht, mit über 50 kann man auch noch ein ganz gutes Ostermontags-Make-up machen. Ostern, Ostermontag. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Feiertag. Das war wieder eure Iris Riegel von Unique by Iris. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.